Grüß euch, Servus, dann Ruppi. Ich wollte mit euch einen Gedanken teilen. Und zwar, das hat mich vorgestern sehr bewegt. Der Erzbischof hat bei der Maria-Namenfeier in Wien im Stephansdom gesagt, wir sind einem dritten Weltkrieg näher, als uns lieb ist, als uns bewusst ist. Und das ist schon ein sehr, sehr starkes Wort und das hat mich sehr getroffen. Also wir sehen das oft einmal nicht, okay, weil Ukraine ist weit weg, wir hören immer die Nachrichten, aber wir sind uns nicht bewusst, was das für Bedeutung hat. Das Weltgeschehen da gerade und was das auch, wie das auch uns betrifft. Also das ist nicht so weit weg, was wir oft einmal denken oder fühlen. Und auf jeden Fall, wenn der Erzbischof das bei der Maria-Namenfeier sagt, dann hat das eine ganz große Bedeutung, auch in diesem Kontext. Weil Maria-Namen geht auf die zweite Türkenbelagerung zurück, ist der Gedenktag der Befreiung, der an der Maria-Namen, am Gedenktag, also am Fest Maria-Namens, 1683 bei der zweiten Türkenbelagerung gelungen ist. Also wo eine Minderheit der Unterzahl 70.000 das Osmanische Reich besiegt hat, das Osmanische Heer, und Wien befreit worden ist, ganz, ganz knapp, bevor es eingenommen wurde. Also wirklich, es hat sich um Stunden gehandelt. Den nächsten Tag wäre die Mauer durchbrochen gewesen, Wien hätte kapitulieren müssen. Und am Tag davor, am Fest der Mutter Gottes, ist Wien befreit worden unter dem Schutz der Mutter Gottes. Also, das ist unglaublich bedeutend, diese zweite Türkenbelagerung, die Befreiung Wiens 1683 und das Jubiläum, was der Erzbischof am Sonntag gefeiert hat. Das war das 75-Jahr-Jubiläum des Rosenkranz-Sühnekreuzzugs. Und der ist 1947 gegründet worden von Petrus Pawlicek. Heute gibt es 700.000 Mitglieder dieses Rosenkranz-Sühnekreuzzugs, dieser Gebetsbewegung um den Frieden in der Welt. Mit dem Rosenkranz. Und er ruft uns auf zum Gebet, dass auch wir wieder in Gebet einsteigen. Es braucht wenige, die beten, damit das Unheil abgewendet wird. Also Abraham verhandelt schon mit Gott um Sodom und Gomorra, dass das nicht untergeht, dass die Strafe nicht kommt und es braucht nur 10, sagt er, 10 braucht es, damit Sodom nicht vernichtet wird. Und also diesen wenigen, die beten, haben so ganz eine große Bedeutung, sagt auch das Zweite Vatikanum mit den wenigen und vielen und wie. Also viele sind gerufen, wenige auserwählt, die wenigen haben eine große Bedeutung für die vielen, für die ganze Nation, die, die im Gebet zu Hause sind. Und darum lade ich auch ein, dass wir den Rosenkranz nehmen. Also jeder kann ein Gesetzchen beten, 5 Minuten, das dauert nicht lang. Das nimmt uns nichts von unserer Lebensqualität weg, sondern ja, lasst uns verbinden mit den großen Anliegen. Jeder kann was tun. Jeder kann den Rosenkranz nehmen und beten. Und das ist in Erzbischof sein Anliegen auch, wenn er sagt, ja, wir sind näher, einem Weltkrieg näher, als uns bewusst ist. Und wir haben den Auftrag, wirklich um den Frieden in dieser Welt zu beten. Das ist der Auftrag der Christen. Das Erste auch, ja, von uns allen. Und darum lade ich ein, seien wir uns dieser großen, ja, Aufgabe bewusst, die ganz was Einfaches ist. Aber ja, Österreich, Europa zu bewahren, im Gebet einzustehen, dass uns der Frieden erhalten bleibt, dass er wieder geschenkt wird in der Ukraine. Alles Gute, beten wir gemeinsam. Grüß euch, Servus, dann Ruppe.